Ja, wir sind alarmiert worden mit dem Stichwort Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und dass der PKW brennen sollte. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass ein PKW gegen einen Baum gefahren ist und dieser in Vollbrand stand. Die Insassen aus dem Auto schienen augenscheinlich befreit zu sein. Es handelte sich dabei um 4 Insassen. 2 Personen wurden bereits vor Ort von Ersthelfern reanimiert. Unsere Feuerwehrkameraden haben dann die Ersthelfer bei der Reanimation unterstützt bzw. abgelöst. Weiterhin haben wir einen Atemschutztrupp unter Pressluftatmern zum Löschen des PKWs vorgeschickt. Insgesamt haben wir hier vor Ort 4 Verletzte, wobei laut Aussage des Notarztes 2 Personen nicht überlebt haben. Ja, also bei Eintreffen war es eine nicht unerhebliche Anzahl Ersthelfer vor Ort. Diese haben wir jetzt im Rahmen des Einsatzes auch alle gesammelt. Und hier in der Grundschule werden diese Personen durch die psychosomatische Notfallseelsorge betreut. Ja, auch die Einsatzkräfte werden gleich im Zuge des Einsatzes nochmal alle zusammengeholt, sodass wir mit jedem Einzelnen auch nochmal das Gespräch suchen und gucken, wie der Zustand unserer Kräfte ist.